So, na dann. Bis später. So, Kaffee haben wir. Infos kommen gleich. Da kommen die Infos. Da hinten. Seht ihr den am Horizont, den Wolfgang? Gucken, was es heute für Neuigkeiten gibt. Mehr Geld für 21 Millionen Rentner. Oh, Wolfgang, du bist reich jetzt. Ja. Endlich wieder Schule für alle, aber wie soll das weitergehen? Vor Schreck krieg ich einen Husten. Vor so viel Schreck? So ja. Viel Geld? Guck mal, was haben wir denn hier? Einfach ausgebuddelt. Mehr Geld für 21 Millionen Rentner und darunter einfach ausgebuddelt. Leichenskandal auf Berlins Künstlerfriedhof. Bisschen schlecht gewählt, gleich darunter. Naja, so ist die Reihenfolge halt, wa? Naja. Schule, Rentner, Leiche. Hast du getroffen? Nein. Die Straße? Ja. Ja. In den letzten 12 Monaten 520 Millionen Euro verdient. Wie? 6 Wochen? 12 Monate. Im letzten Jahr. Also, ja, nicht schlecht. Aber es ist halt privat. Also. Gibt ja, als eine Person. Ich habe mir gestern mit meinem Kurfreund gesprochen. Der könnte auch gesagt haben, der hat es. Das hat macht der Gold oder Goldsucher oder irgendwas. Aber hat der mal, ich kann das nicht so scheiße, macht man Gold, wa? Geld, wa? Oh Mann, ey, oh, okay. 520 Millionen. Also. Wahnsinn, was die alle verdienen. Ja, Gesundheit ist alles. Wie war du verdient? Wie hast du 100 da weniger? Ja, oder eine Million weniger und bin ja, nicht ja, so, du bist ja, ja, oh, ja. Gibt das, oder? Ja, ja. Gesundheit ist wichtig. Einer, wenn die ganze Tag sitzt du zu Hause, ja. Dann von früh bis abends. Ja, warum machst du denn das? Geh doch raus, Mensch. Mach ich ja auch sonst. Also bin ich mal abends mal eine Stunde weg. So, du sollst Freunde besuchen oder mal ein bisschen können wir quatschen oder so. Und da ruft dann einer an, aber da meldet sich ja keiner, dann meldet sich keine Sau. So ist das halt. Die melden sich auch, wenn sie Zeit haben. Na ja, klar, klar. Die meisten haben halt nur mal nachmittags, abends Zeit. Ich hab mir auch schon mal abends angehört, die Kinder hier melden oder so. Na man, dann sagt der ganze Tag zu Hause rum. Nee, sollst du nicht. Ist doch scheißegal. Die rufen normal an, wenn es wichtig ist. Okay, dann wird doch sowieso ab. Mach dir keinen Kopf. Jeder, der vormittags anruft, ist sowieso nur einer, der was verkaufen will. Da hast du recht. Da hat auch ein paar Mal gehabt. Na ja, klar. Grüß dich, Wolfgang. Bis später. Wir sehen uns später. Mach gut. Jetzt quatscht er gleich den nächsten voll. Ey, hier Wolfgang zu Hause ankommt, hat er fünf Leute belästigt. Sozusagen. Also unstrichen, natürlich. Ja, der braucht den Kontakt. Aber ich habe immer frühst gar keine Zeit so richtig. Ich kann ihm natürlich die Zeitung, die neuesten Nachrichten, das kann ich natürlich, das muss ich natürlich. Brauche ich, wa? Ist ja wichtig, auch für euch. Und aber ansonsten. Ey, aber 520 Millionen, eine Person verdient? Ey, boah. Wahnsinn, oder? Was ist denn das für Geld? Das ist eine halbe Milliarde. Wie kommt denn sowas zustande, Mann? Wahnsinn. Alle verrückt. Dieser Film? Da kommen die Brote. Da geht wenn man der Lang. Kinder hat die Brote. Doch mal drei essen. Kamera aus. Jo, okay. Standardreparatur. Am Morgen wollte ich schon sagen, dabei ist ja schon fast Mittag. Hinterradblatt und die Kette hängt. Ist auch ein Stammgast, der ist ja oft hier mit dem Rad, immer wieder platt ist. Aber mit so einer hängenden Kette fährt man noch nicht. Er schon. Und hier ist auch schon wieder platt. Er muss öfter pumpen. Ansonsten wird er das Problem sehr oft haben. Da hängt man nach oben und wechselt den oben bei Anux um.
Schlauch wechseln, Wechsel, 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 ach. Welche Stunde mit Anu? Hallo. Ich habe ja ein Buch und das Buch heißt Level 4, die Stadt der Kinder. Ja. Das musst du lesen für die Schule? Ja. Okay. Und ich bin schon auf Seite 9. Von 250 oder so. Und worum geht es in dem Buch? Es geht um ein Computerspiel, was der Ben eingetauscht hat gegen sein Trikot von der Oma. Nee, andersrum, er hat das Trikot der Oma eingetauscht gegen das Computerspiel. Ja. Also er will das Computerspiel haben, ne? Ja. Okay, alles klar. Und er hat gesagt, das Computerspiel ist ihm wichtiger. Ja, Wahnsinn. Okay, soweit bist du bis Seite 9. Na dann weiter. 219 Seiten sind's. Du kannst damit machen, was du willst. Ich sage dir nur, es wird nicht geschwindelt, wenn Oma das mal danach fragt. Überlege es dir also gut. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Räder oben schon repariert, aber alles nur platte Reifen, nicht besonders. Und dann ja, das Miele soll wieder fahren. Das braucht jetzt nur einen neuen Steuersatz. Und die 1 Zoll Steuersätze passen da nicht rein. Das ist ein spezielles Maß. Das ist extrem clean. Guck mal, was die Bastel kriegen. Bis jetzt sind es heute nur platte Reifen noch. Okay, Anzeige nicht möglich, na wunderbar. Also hier, ich habe hier einen Zahnkranz zertreten und zwar bei hier so einem neuen Ruderreit. Da sollte ich Probefahrt mal mitmachen. Also bin ich aufgestiegen, einmal reingetreten, knapp war der Kranz weg. Anzeige nicht möglich, was für ein Scheiß. Ja, einfach runtergetreten. Habe ich vorher noch nie geschafft, jetzt habe ich es mal geschafft. So, ich hoffe die Aufnahme wird jetzt was. Er zeigt das Rad ausgebaut. Den ganzen Abrieb. Hier noch mehr. Also die Mutter ist auch hinfällig. Alle verklingelt. Also keine Wartung whatsoever, ne? Einfach. Ja, wahrscheinlich gekommen. Guter Zustand, optisch erst mal eine Runde im Block gefahren. Ja. Weiterverkauft. Ja. Ja. Der ist auch am billigsten für die, ne? Ja, natürlich. Also aber. Man nimmt wenigstens mal den Kettenschutz ab oder macht den auf beim Hollandrad. Musst du den ja auch irgendwie aufmachen. Ja. Weil du weißt ja nicht, wie es dahinter aussieht. Und genau sowas kann dann eben passieren. Aber es ist wahrscheinlich bei denen dann auch Sollbruchstelle, ne? Wenn einer kommt, ja, dann machen wir es halt. Und wenn die nicht kommen, kommen sie halt nicht. Genau. Ja. Und wenn du jetzt in 2-3 Wochen kommst, was auch immer, dann ist hast es halt Pech, ist ein reines Verschleißteil, was wollen Sie? Ja. Womit Sie ja recht haben, eigentlich. Klar, es ist ein reines Verschleißteil und es sind keine Neuräder oder so.
Verschleißteile sind generell bei Neurädern sogar von der Garantie ausgeschlossen. Also ja, wie neulich mit meinem Rucksack, wo der Reißverschluss habe ich vor einem Jahr gekauft. Ja. Meinte sie, braucht von Globetrotter, brauche ich nicht hinzuschicken. Ist ein Verschleißteil, ein Reißverschluss. Der Reißverschluss geht auf und zu. Kannst du für 50 Euro reparieren oder ich habe mir jetzt auf eBay Kleinanzeigen für 50 Euro einen neuen Rucksack gekauft. Den reichen nochmal. Ja, andere Farbe. Ich muss aber auch. Gleich ein beschissener Reißverschluss. Du musst erstmal das Rad zur Seite, weil Vollsperrung ist doof. Da sind die Leute komisch denn. Und Bremse geht gar nichts? Nein, ein bisschen. Ein bisschen. Musst du wieder einhängen da unten. Wo denn? Unten. Da. Genau. Sehen und erkennen. Das Problem bei deinem Rad jetzt hier, was ich kaputt gemacht habe, ist ja, dass sich das ja gar nicht mehr schieben ließ. Jetzt. Dadurch, dass das Kranz durch war. Deswegen musste das ja eh raus. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du mit dem Ding so hingehst. Weil ich glaube, ich habe nicht exakt so einen Kranz, den du brauchst. Meine sind alle kleiner und auch gekröpft. Und deiner waren gerader. Ja. Hier. Also der hat ja nicht diesen Knick drin, den die hier alle haben. Ja. Und dadurch wird der nicht in den Chainliner passen. Nein, und du sollst ja jetzt auch nicht Aufwand haben, wenn die das für Umme machen müssen. Ist halt nervig, jetzt nochmal hinzufahren, aber ist dann halt so. Jetzt muss ich warten, bis Axel wieder da ist und gucken, ob ich es heute noch schaffe. Machst du mit Auto denn? Das ist besser, wa? Ja. Du bist jetzt nicht so los. Nee. Ich wäre safe, geht das? Dann würde ich das, komm doch mal ran. Was ist damit? Bremse. Ja. Das musst du jetzt davon zubiegen. Aber das kann ich nicht mit der Hand. Ich bin schwach geworden. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Scheiße. Dann machen wir einen Club. Club der Schwächlinge. Na, da vorne, der Bremse ist. Okay. Nee, das ist hinten. Der Lenker. Ja, aber ich kann nicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Das geht nicht. Das kann man entweder reparieren oder gar nicht. Nehmen wir diese, wenn es geht. Ein bisschen ist immer ein bisschen zu wenig, weißt du? So, Edel. Danke sehr. Andere musst du komplett machen, das geht nicht. Dankeschön, Janine. Gleichfalls, ciao. Hallo. Hallo. Hä? Haben wir schon mal drüber gesagt? Ja, klar. Das ist, ich finde es nicht locker. So ein bisschen. Und das ist Panoptikum hier. Ja, das sowieso. Das sowieso. Okay, pass auf, ich lasse das so zerlegt. Ja. Dann, wenn du das mit Auto machst. Ja. Weil ich hab diese Dings nicht. Ja. Also lass jetzt schon mal so vorzerlegt. Ja. Nicht, dass die mir da irgendwie einen Schritt rausdrehen, dass das jetzt schon kaputt wird. Ne? Ey, was? Wie soll das? Kannst du deine Hände klatschen? Dreimal. Ja. Dass das schon ab ist. Ja. Eieieiei. Aber ist doch gut. Also ich meine, besser. Dann kannst du nochmal zu mir zum Pro fahren. Ja. Und dann machen wir das nächste kaputt. Dann mach ich mal gucken, was denn geht. Konnte er nicht. Ich hab einmal getreten. Konnte er nicht weit. Du, ich. Und da hast du ja noch nicht mal mit voller Kraft und da hat es ja schon gekracht. Da ist er ja wahrscheinlich schon angebrochen, oder? Ja. So. Wenigstens Kinder, das funktioniert ja jetzt einfach. Ja, war? Ist das nicht geil? Endlich mal irgendeine Sache. Ja, lieb. Denn der alte Holzmicker noch. Heute ist ja nichts passiert.
groß. Die eine Aufnahme, die ich gemacht habe, ist wieder mal nicht geworden. Macht halt keinen Spaß. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir Karten zu kaufen, deswegen. So, gut, also. Ich verabschiede mich für heute, für Samstag von euch. Ja, ist ein bisschen trübe jetzt zum Schluss gewesen, weil es geregnet hat. Und wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Sonntag. Oder hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wenn ihr den Vlog seht, ist ja schon wieder Montag. Die nächste Woche hat ihr begonnen. Und ja, mit all den neuen schönen Dingen, die wir uns sozusagen reinziehen. Und Pitlock habe ich nicht gemacht. Ach, scheiße Pitlock. Mann, ich muss Pitlock machen. Ich muss überlegen. Ich muss mal schauen. Mal schauen. Also bis dann. Ciao.